Ja, mein Name ist Bernhard Fraunberger. Ich bin hier der Forstamtsleiter im Forstamt Soonwald. Wir sind heute im Forstrevier Entenfuhl. Das Forstrevier Entenfuhl ist eines von 10 Revieren, die wir hier im Forstamt Soonwald betreuen. Ja, wir freuen uns, dass wir 80 Gäste hier bei uns im Forstamt begrüßen dürfen, die an der Exkursion heute teilnehmen. Ich freue mich heute am meisten darauf, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, in die Diskussion und hoffe, ja, vielleicht positives Feedback zu bekommen, aber auch Impulse, wo wir vielleicht noch dran arbeiten können. Ja, wir sind hier an Station 1 und hier geht es um Landschaftshistorie. Das heißt, wie hat sich menschliche Einflussnahme in der Vergangenheit auf das Wasserrückhaltevermögen der heutigen Wälder ausgewirkt und wie geht man damit um und wie kann man auch dieses Wissen über vergangene Landschaftsentwicklung nutzen, um eben eine nachhaltige Entwicklung von Wäldern zu gewährleisten? Wir haben hier in der Station uns mit dem Thema Wegebau beschäftigt. Für uns eine Schwerpunktaufgabe nach dem Katastrophenjahr 2021, wo wir hier nach Starkniederschlägen große Überschwemmungen unterhalb vom Soonwaldkamm zu verzeichnen hatten. Wir haben dann in der Fortfolge uns überlegt, wie wir das Wasser von den Wegen zurück in den Wald leiten können. Und ein Beispiel ist eben diese Kreuzung. Wie man hier sieht, eine Verrohrung, die das Wasser von der Hangoberseite nicht mehr in den wegebegleitenden Graben führt, sondern das Wasser eben nach rechts in den Wald ableitet. Für mich ein wichtiger Punkt, um eben den dezentralen Hochwasserschutz im Wald zu fördern. Ich bin zunächst kurz eingegangen auf den geologischen Untergrund und die aufbauenden Böden, die als Voraussetzung für die Entwässerungsgräben oder als ja, naturräumliche Ursache quasi der Entwässerungsgräben dienen, die im Gegensatz zur anthropogenen Ursache, dass eben die Notwendigkeit war, die Flächen zu entwässern. Bin dann übergegangen zu den Auswirkungen dieser Entwässerungsgräben, den hydrologischen Auswirkungen, das heißt im Hinblick auf die Hochwasserentstehung einerseits und den Trockenstress im Wald auf der anderen Seite. Für mich jetzt persönlich war besonders interessant, die Praxisseite mal zu sehen, wie jetzt tatsächlich akute Bestände umgebaut oder Situationen, die sich ergeben haben durch Hochwassersituationen, Abflussregime verändern und wirklich aus der Praxis das mal zu sehen. Und halt, das hat mir heute am besten gefallen eigentlich. Also ich finde das super, dass wir jetzt auch überregional, auch bundesweit damit eine Tagung mitinitiieren konnten. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Nachahmer finden. In vielen Forstämtern läuft auch schon viel. Und ich möchte auch die Kollegen animieren, das auch wirklich nach außen zu tragen, um auch gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Wir müssen aktiv werden, wir müssen uns diesem Thema widmen. Wasserrückhalt im Wald ist absolute A-Aufgabe.